Heute will ich gerne neue Sachen anbauen. Ach, guck mal, sieht man mal, wie es besprinklert wird. Das ist aber schön. Diokletos, ich habe zu viel Fertilizer bestellt für meinen Garten. Hier, den kannst du haben. Wie toll das ist, wenn man, dass die Leute einem tatsächlich helfen, wenn man beliebt ist. Es ist schön, beliebt zu sein. Das sollte ich im echten Leben auch mal versuchen. Fertilizer sollte ich noch ein paar herstellen. Vielleicht muss ich dann nämlich welchen kaufen. Davon. Halt, ich habe was vergessen. Die. Ach hier. Okay, sagen wir, wo ist mein Fertilizer? Die Angel, die Dinge habe ich vergessen. Dich brauche ich noch. Ich muss dann in Zukunft bloß darauf achten, dass ich immer regelmäßig nach meinem erntbaren Zeug schaue. Das bauen wir hier an. Ich hole mir noch ein bisschen von diesem Amaranth. Und ich glaube, ich hole mir auch noch. Ich brauchte. Korn mache ich mir wenig Sorgen, aber Kürbisse brauche ich noch ein paar. Vielleicht kriege ich auch noch sonst irgendwie Geld. Erstmal ein paar Sachen hier wegfällen. Wenn ich da irgendwelche Saat übrig habe, die kann ich ja auch den Typen verkaufen. Ich glaube, der größere Rucksack muss noch ein bisschen warten. Aber andererseits, wir haben jetzt so viele Sachen gefunden in der Mine. Vielleicht habe ich Glück und ich komme nochmal auf so eine Ebene, wo ich so extrem viele Pilze finde. Die würde ich gerne wieder mitnehmen. Ich lasse aber auf jeden Fall meine Angel diesmal zurück. Oh, eine Pflaume. Noch eine. Die verkaufe ich auch. Die verkaufe ich gleich mal. Wenn ich eh bei ihm bin, warum nicht? Und wir haben auch nur noch 15 Level, dann sind wir durch die Mine durch. Durch diese Mine, es gibt noch eine. Hat denn irgendjemand Geburtstag? Elliot, den brauche ich gerne. Abigail, da soll ich vielleicht dran achten. Drauf achten, so wollte ich sagen. Ja, ja klar, 500 Gold für Lavaschleime, die ich eh besiegen muss. Das kann ich nebenbei wieder machen. So, 100. 80 immerhin. Habe ich denn schon Sonnenblumen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Amaranth würde ich gerne noch ein bisschen was kaufen. So, ansonsten ich muss Kürbisse und Korn. Würde ich gerne halt alles anbauen. Ja. Und wenn ich dann Geld übrig habe, würde ich wirklich gerne mit so ein Pomme. Ich würde mir gerne ein paar Bäume kaufen auch demnächst. Allerdings habe ich einfach kein Geld. Ich bin einfach eine arme Sau. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich bin eine arme Sau. Okay. Stellen wir dahin. So, was bauen wir denn hier an? Ich würde sagen, hier kommen noch ein paar Kürbisse hin. Hier runter kann man eigentlich auch noch anbauen dann. Das wird eine riesige Farm, wenn ich hier mit allem fertig bin.
So, was kommt als nächstes? Die Sonnenblumen, klar. Und ein bisschen davon noch. Ja, es ist nicht schön, aber es funktioniert. So, alles noch gießen. Nächstes Jahr wird es eine ganz strukturierte Farm, das verspreche ich euch. Vor allem kann ich das dann permanent weiterlaufen lassen, viele Sachen. Im Winter kann ich dann auch mal danach, werde ich auf jeden Fall die Gießkanne weit und alles andere weiter ausbauen. Das wird noch richtig lustig, glaube ich. Eigentlich, wenn ich kein Idiot bin, sollte ich hier irgendwo noch Weizen anbauen. Jetzt habe ich doch länger gebraucht hier schon wieder, als ich wollte. Es gibt später noch bessere Sprinkleranlagen, das weiß ich, aber da habe ich noch nichts dafür und die werde ich auch. Ich weiß, dass man die auch kaufen kann. So, und jetzt, wo wir alles hier soweit haben, würde ich sagen, wir gehen in die Mine, nachdem wir jetzt total erschöpft sind. So, das brauche ich auch nicht. In der Mine habe ich jetzt eh noch nie gegraben. Ich lasse es jetzt einfach mal. Gehen wir in die Mine. Irgendwann erschlage ich diesen Nachbarn. Ey, Abigail. Wenn die jetzt hier ist, dann muss ich ihr natürlich einen Amethysten geben. Das geht nicht anders. Ich sammle die noch nicht ohne Grund. Hallo, Abigail. Komm mal her, mein Schätzchen. Wo ist sie jetzt hin? Abigail? Was macht die hier? Oh, das liebe ich. Du bist der beste Kletus. Was machst du hier? Letzte Nacht habe ich geträumt, dass meine linke Hand sich in einen riesigen Drachen verwandelt hat. Bedeutet das was? Mich würde mal interessieren, was dieser Drache dann bei dir gemacht hat. Ja. Weiß nicht, vielleicht war es ein perverser Drache. Und die Abigail hat Hand an sich gelegt. Ich weiß es natürlich nicht. Ich kann es nur vom Mutmaßen. Dieser kläffende Dreckshund da unten. Ah. Ich habe schon vergessen, haben wir heute überhaupt ferngeschaut? Ich weiß es gerade gar nicht. Hey, rote Schleime. Ach richtig, da war ja noch eine Quest. Egal. Warum kriege ich eigentlich gerade so viel Prügel ab? Weiß nicht, wie viel das jetzt schon war. Ich zähle nicht mit. Aber ich werde noch genug kriegen. Die vermehren sich ja wie die Tiere. Irgendwann will ich auch die ganzen Herausforderungen aus der Abenteurerloge machen. Beste. Ich glaube, ich esse mir auch gleich mal ein frittiertes Ei. Da kommt man glatt los auf dem Omelett. Eins schön mit Pilze angebraten, Zwiebeln angebraten.
Und dann die Mischung aus Ei und Gewürzen drauf, mit ein bisschen Käse. Boah. Glaubt mir, ihr verpasst was, dass ihr nicht mit mir zusammenlebt. Permanent 60 FPS. Ich hoffe, die Aufnahme. Also, ich hoffe, ihr habt die Aufnahme. Also, die Aufnahme läuft auch flüssig. Vielleicht hat sich das damit auch endlich erledigt. Moment, ich sollte unbedingt was essen. Ich muss gestehen, das macht auch die. Moment, wir hatten doch hier schon eins, fällt mir gerade ein. Ach, bin ich blöd. Er hat euch bestimmt gerade gefragt, was macht der Idiot da schon wieder? Oh. Tut mir leid, manchmal bin ich halt auch geistig umnachtet. Wie diese Kreaturen, die wir bekämpfen. Aquamarin, den schenke ich der Emily. Irgendwann. Hä? Irgendwann muss ich auch die ganzen Sachen der Abenteurergilde verkaufen. Hey, ein Quarz, den ich gar nicht brauche, aber ist egal, ich nehme ihn trotzdem mit. Refined Quarze finde ich. Was ist das denn? Prismatic Shard. Sieht lustig aus. Wie ein Clown. Und Clowns sind gar nicht lustig, sind unheimlich. Ja, guck mal, dieser Schatten, da sieht aus wie ein böser Clown. Gute Nacht. Was da? Wäre doch schön, wenn hier unter den Dingern auch mal was sein könnte. Ich muss nicht mehr viel schaffen. Ein Glück habe ich so viel Fried Eggs. Habe ich eigentlich heute schon mal bei den Hühnern nachgeschaut? Ich weiß es gar nicht. Ups, das war blöd. Oh, dieses Dreckvieh. Ich hasse die Viecher. Seit wann greifen die denn an? Die sind doch anfangs immer noch rumgestanden, haben nichts gemacht. Also mich mit diesen Zaubern belegt. Oh, Diode. Von diesen Wühlern müssen wir übrigens auch noch welche zerstören, wenn ich ihn kriege. Und sind, ich glaube, die. Irgendwann muss ich nochmal auf die alten Level zurück, weil ich nicht genug davon besiegt habe. Ich glaube, das ist eigentlich nicht so gedacht, dass man hier so durchrusht, wie ich das mache. Sondern, dass man das nur langsam macht. Allerdings hätten wir dann die ganzen Sprinkleranlagen noch nicht, wenn ich das nicht machen würde. Okay, ich hoffe, dass wir. Das ist schöne Musik. Ich hoffe, dass wir, wenn wir hier durch sind, das. Oh, der hält doch ganz schwarz aus. Das Glück haben, dass wir da einen Ausgang haben. Haben wir nicht. Aber wir haben Kohle. Ich brauche noch zwei Level. Kann sein, dass wir zu viel rumgetrödelt haben. Egal, müssen wir es halt zweimal durchlaufen. Aha. Gold findet man nicht wenig, oder? Schade. Oh, minus 8 Verteidigung, das ist voll gemein. Manchmal lohnt sich auch gar nicht, was in den Kisten drin ist, oder? Das muss doch der letzte sein, oder? Bei diesem Prismatic Shard muss ich mal schauen, was das bringt.
Vielleicht ist es was für Gunther. Ja, es wird spät. Ich weiß schon, es kommt gleich. Ja, aber Kohle, ich gehe heim. Dank dem Minen-Ding hab ich jetzt ein bisschen mehr Zeit, die ich verplempern kann. Oh, was haben wir denn da drin? Space Boots! Was können die? 4 und 4? Ui! Das. Gunther, ich wusste es doch irgendwie. Noch 10 Level, dann sind wir durch die Mine durch. Ein Glück haben wir die frittierten Eier. Die frittierten Eier. Guck gleich mal nach den Hühnern, ey, die mir noch sterben. Ich weiß nicht, ob das geht. So, weg, 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 weg. Die Krabbe gehört da nicht rein. Iridium. Ich guck mal ganz schnell zu den Hühnern. Ich möchte nicht, dass die Hunger leiden. Das wäre echt blöd. Ich möchte nicht, dass Tiere leiden, weil Tiere können normalerweise nichts dafür. So. Wir haben eh noch eine Stunde Zeit, das reicht. Da können wir noch nach Hause laufen. Da kann ich sogar noch mal schnell Eier kochen. Beziehungsweise braten. Wenn ihr jetzt irgendwelche Hintergrundgeräusche gehört, wundert euch nicht. In dem Haus wird nicht leise geredet. Das gehört sich hier einfach nicht. Ich weiß auch nicht. So, die brauchen wir nicht. Was für Gunther haben wir noch? Die Eier. Sind normale. Die brauchen große Eier leider. Das dauert noch ein bisschen. Hey, haben wir alles wieder drauf. Wir haben 4 mal Eier gegessen und wir haben 4 wieder gekriegt. Super. Ich guck mal kurz, wie spät es ist. Einen Tag kann ich noch machen. Ja, es ist spät genug. Haben wir eigentlich Sachen verkauft? Yay! Wir können jetzt Gold herstellen. Das bringt uns aber nichts, das kostet einen Haufen Eisen und Gold kriegt man gerade echt genug. Wir haben gar nichts verkauft heute, wir sind armselig.